Herzlich willkommen, Namaste. Schön, dass du da bist. Ich bin Tobias vom Erfurter Yoga Studio Yoga Privi. Und in diesem Video erwartet dich ein recht intensiver Yoga-Fluss. Der führt uns in die Kraft des Rumpfes und die Kraft der Schultern, der Arme. Und mitgebracht habe ich dir Sequenzen von Vasishtasana, das ist der Seitstütz. Wir werden da verschiedene Varianten ausprobieren und Kraft aufbauen für den Körper, für die Mitte des Körpers, die Schultern. Gleichzeitig dehnt es aber auch sehr schön und mobilisiert und ja, wir finden an, trotz dieser Kraft auch ein lebendiges und vitales Körpergefühl. Du kannst gerne in der Vorbereitung die Handgelenke mobilisieren, denn die brauchst du heute definitiv. Und immer wenn du merkst, irgendwas funktioniert nicht mehr gut, weil wir sehr oft auf den Handgelenken uns aufstützen, dann variier bitte, nutz Yoga-Blöcke oder komm auf die Fäuste. Ja, also finde immer, trotz des Anspruchs für die Handgelenke, einen für dich passenden Modus. Gedacht ist diese Stunde, um Wärme zu erzeugen und um dich mal so ein bisschen durchzubewegen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Lass uns die Matte ausrollen und beginnen. Gut, dann wechsel bitte in die Position des Kindes. Bring dort die großen Zehen zueinander, die Knie weiter auseinander und dann schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Leg dich in den Raum zwischen deinen Beinen ab. Lass die Hände vorn und komm bitte auf die Fingerkuppen. Und dann kannst du spüren, dass das ein wenig aktiver ist für die Armmuskulatur. Die Oberarme sind jetzt höher. Schieb nochmal dein Gesäß zurück und krabbel mit der rechten Hand bitte weit nach vorn. So weit, wie es möglich ist, so weit, wie du die Größe finden kannst, dann nimm sie wahr, die rechte Flanke mit ihrer Länge, die rechte Achsel, die sich streckt, den rechten Arm. Atme in die rechte Seite und krabbel wieder ein bisschen zurück. Dann krabbel mit der linken Hand nach vorn, zieh die linke Seite lang. Nicht nur die Flanke, auch die Achsel und den Arm. Atme in die linke Seite. Komm dann wieder zurück, schieb wieder dein Gesäß Richtung Fersen, verankere es dort, krabbel mit beiden Händen jetzt nach vorn, zieh beide Flanken lang, atme die Flanken, lange Achseln. Und dann leg die Hände flach wieder zurück und komm in den Vierfüßler nach oben, die Hände unter die Schultern, die Knie unter die Hüftgelenke. Kommt zu Viagra Kriya, das ist eine Bewegungssequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Also, wenn du ausatmest, dann roll dich nach oben in den Katzenbuckel. Wenn du einatmest, dann tauch nach unten ein in den Pferderücken. Ja, mach das weiter, dass eine sehr schöne weiche Bewegungswelle entstehen. Lass sie vom Becken beginnen, durch den Rücken fließen, Richtung Kopf. Ja, wenn du den Katzenbuckel ausatmest, dann dreh die Oberarme einwärts, sodass die Ellenbogen nach außen zeigen. Finger bleiben vorn. Für den Pferderücken, wenn du einatmest, dreh die Arme auswärts, die Ellenbogen nach hinten. Ja, mal Katzenbuckel, Ellenbogen zeigen zur Seite. Heb dich aus den Schultern raus. Pferderücken, die Ellenbogen drehen nach hinten, tauch in die Schulterbereiche ein. Oh, noch ein, zwei Runden. Dann beende neutral im Vierfüßler. Spreiz die Finger der rechten Hand bitte auf und saug die rechte Hand in den Boden. Stell den rechten Fuß hinter dir auf, schieb den weit nach hinten, streck dein Bein. Jetzt heb den linken Arm nach vorn und heb dein rechtes Bein an. Zieh dich diagonal lang. Atme ein, atme aus, bring das Knie zum Brustkorb, den Rücken rund, Ellenbogen zum Knie. Einatmen, streck dich wieder diagonal lang. Ausatmen, Ellenbogen oder Hand zum Knie. Rücken rund. Mach das hier weiter. Finde sowohl
etwas Kraft und Aktivität als auch ein geschmeidiges, fließendes Gefühl in der Bewegung. Zwei Runden. Dann zieh dich noch einmal diagonal ganz lang, streck dich in den Raum und löse wieder auf zum Vierfüßler. Also kannst du gerne das Handgelenk etwas verwöhnen und bewegen, wieder mobilisieren. Und dann fächer die Finger der linken Hand auf, saug die Hand in den Boden, stell den linken Fuß auf, schieb den nach hinten weg, streck dein Bein und jetzt streck den rechten Arm nach vorn und heb das linke Bein an. Zieh dich diagonal lang, noch ein bisschen länger. Atme ein, atme aus, bring das Knie vor zum Brustkorb, Ellenbogen oder Hand zum Knie. Einatmen, wieder wachsen und strecken. Ausatmend einrollen und das im Fluss deines Atmens weiter. Nimm die Bewegung geschmeidig mit, finde sowohl Lebendigkeit, also Bewegungsmöglichkeiten, als auch eine innere Stabilität. Ja, noch zwei Runden. Und wenn du das nächste Mal einatmest, streck dich noch einmal ganz lang und groß und mit dem Ausatmen wechsel in den Vierfüßler. Ja, dann verbinde auch jedes Handgelenk wieder. Und reikel dich gern durch den Rücken hindurch, auch durch die Schulterpartie und durch den Nackenbereich mit Kopfbewegungen. So, dann wechsel bitte in den abwärtsschauenden Hund. Und dann lauf hier auf der Stelle schon langsam, sodass du eine Ferse mal tiefer senken kannst, zwischendurch die Beinrückseite dehnst. Und dann senk bitte beide Fersen über ihre Außenseiten tief, schieb deine Hüfte nach hinten hoch, zieh die Sitzbeine hoch und drück die Hände nach vorn runter an den Boden. Also streck dich mit langem Körper, langen Armen, langen Achseln, langen Flanken, langen Beinrückseiten. Einatmen, roll dich nach vorn in den hohen Liegestütz in die Planke, schieb dich ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen, roll dich wieder nach vorn, wirbelweise nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück, abwärts schauender Hund. Noch eine Runde, einatmend, nach vorn rollen, hoher Liegestütz. Bleib hier, streck dich lang von den Fersen, die du zurückschiebst, bis zum Scheitel, den du nach vorn ziehst. Drück die Hände, schieb dich zwischen den Schulterblättern hoch. Er versucht, das T-Shirt dort aufzuspannen. Und dann komm zur Erde, senk die Knie ab, senk dein Brustbein nach vorn ab, leg dein Becken ab. Gut, verwöhnen gerne nochmal die Hände und Handgelenke. Dann stütz die Hände an den unteren Rippen auf, schieb den Steiß deines Beckens nach hinten, roll dein Becken ein, zieh die Schultern nach oben, schieb sie oben weit zurück nach hinten, jetzt zieh die Hände energetisch nach hinten, ohne dass sie rutschen, aber du gleitest ein bisschen nach vorn und dann nimm diesen Schub nach vorn hoch, eine kleine sanfte Cobra, atme hier und komm ausatmen wieder tiefer. Nochmal einatmen, Schultern fließen zurück, Cobra. Ausatmen, leg dich wieder tiefer ab. Nochmal einatmen, die Cobra. Ja, du kannst gerne auch die Hände mal mitheben, damit ich die Kraft im Rücken spüren. Ausatmen, zurück. Letztes Mal einatmen, roll dich auf nach oben, nimm die Hände mit, atme hier. Verschränk die Finger hinter deinem unteren Rücken, eine Faust.
Zieh die Schultern wieder zurück, schieb die Faust jetzt nach hinten, streck die Arme nach hinten und zieh dich nochmal nach vorn hoch in dieser Cobra. Immer wieder nach vorn hoch atmen, Richtung Brustbein. Und mit dem nächsten Ausatmen komm wieder tiefer, leg die Hände an die unteren Rippen auf und schieb dich zurück in den Vierfüßler. Ach, nochmal kleine sanfte Bewegungen, um wieder einen Teil der Spannung des Rückens loszulassen. Und wechsel zum abwärts schauenden Hund. Stell die Füße auf, schieb das Gesäß Richtung Fersen. Wenn du ganz nah an die Oberschenkel kommst, dann schieb dein Becken hoch. Mach dich lang im Rücken und senk die Fersen tiefer. Dann schau Richtung Hände und du kannst nach vorn laufen, du kannst aber auch nach vorn springen, wenn du die Knie anbeugst und einen Hüpfer machst nach vorn. Einatmen, zieh dich nach vorne in die halbe Vorbeuge mit einem ganz langen Rücken. Ausatmen, gleite weich nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen, komm über die Hocke hoch, breite die Arme nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens. Einatmen, die Knie etwas beugen. Zieh dich über vorn wieder nach oben in die Welt. Atme aus, verneig dich vor dir nach unten. Entspann die Schultern. Den Nacken, die Arme. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Zieh die Schultern nach oben. Schieb die Schulterblätter zusammen. Ausatmen, entspann wieder. Lass dich nach unten gleiten. Setz den rechten Fuß. Einatmen, weit nach hinten auf. Becken ein bisschen tiefer. Blick nach vorn. Mit dem nächsten Ausatmen tritt links nach hinten in den Hund. Einatmen, der Katzenbuckel. Senk die Knie. Dann der Pferderücken. Ausatmen, komm zum Kinn, schieb das Gesäß zurück, leg dich auf die Oberschenkel. Einatmen, schwing dich hoch, Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, drück die Hände nach unten, zieh die Hüften hoch, senk die Fersen. Einatmen, roll vor, hoher Liegestütz. Ausatmen, gleite zur Erde. Einatmen, in die Kobra auftauchen, Schultern und Steiß zurück. Ausatmen, schieb dich zurück. Abwärts schauender Hund. Jetzt drück den rechten Arm, die rechte Hand in den Boden. Schieb die Hand in den Boden nach unten. Heb dein rechtes Bein an. Schieb die rechte Ferse von dir weg und streck die rechte Seite ganz lang. Lass dein Bein gestreckt und heb die rechte Hüfte hoch über die linke. Linkes Bein dreht auswärts, sodass das Knie zu dir zeigt. Rechte Hüfte hebt hoch. Du kannst gern unter der rechten Achsel durchschauen. Das rechte Bein ein bisschen höher heben. Atmen, dann schau Richtung Hände, setz den rechten Fuß nach vorne. Gut. Wir gehen in eine Drehung, um den Rücken zu mobilisieren. Stütz dafür die linke Hand gut am Boden auf. Das kannst du flach machen oder mit einer Faust, je nach Wunsch. Jetzt, wenn du einatmest, streck den rechten Arm über vorn hoch, dreh dich nach rechts auf. Wenn du ausatmest, schwing den rechten Arm über hinten zurück nach unten. Mach das weiter. Dynamisch und harmonisch mit der Atmung. Dann schau gern dem Arm nach. Ja, nochmal einen großen Bogen. Und dann stützt die Hand an den unteren Rücken auf. Komm einfach da an, jetzt kurz den Blick zur linken Hand bringen, setz die deutlich weiter nach links, gerne von der Yogamatte weg, also richtig große Schritt nach links mit der Hand. Dreh dich wieder nach rechts auf, jetzt lehn die obere, diese rechte Schulter nach hinten an, lehn dich insgesamt nach hinten an. Eine Rückbeuge in den Raum hinter dir und jetzt streck den rechten Arm nach oben. Entweder ganz hoch oder diagonal nach hinten. Ja, schau mal, was du für Möglichkeiten hast, welche Räume du hier nutzen kannst. Und dann atme dich entlang dieser Größe. Zieh dich aus der unteren Schulter heraus und mit der oberen Hand ganz hoch Richtung Himmel. Atme dafür noch einmal ein. Und wenn du ausatmest, dann schwingen die Arme zurück an die Yogamatte. Komm hier wieder an, das Becken ein bisschen tiefer. Jetzt heb dein Brustbein, heb den Blick nach vorn, atme ein, atme aus, einen Schritt vor, die Vorbeuge. Einatmen die halbe Vorbeuge, zieh die Schultern nach oben, ausatmen die ganze Vorbeuge, entspann nach unten.
halten. Einatmen, zieh dich über die Hocke auf, nach oben in den Stand, breite die Arme über die Seite nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, tauch ein Richtung Knie und zieh dich über vorn hoch. Ausatmen, verneig dich vor dir nach unten. Einatmen, kommen wir in die halbe Vorbeuge nach vorn, zieh die Schulterblätter zueinander, die Schultern hoch, ausatmen, entspannen, wieder nach unten. Einatmen, links einen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn, ausatmen, rechts nach hinten, der Hund. Einatmen, der Katzenbuckel, senkt die Knie, kommt zum Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen, schwing dich hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund, zieh die Hüftgelenke nach hinten hoch, senkt die Fersen. Einatmen, gleite vor, hoher Liegestütz. Ausatmen, leg dich zur Erde. Einatmen, das Steiß zurück, Schultern zurück. Ausatmen, komm wieder ein bisschen tiefer. Verschränk die Hände hinter dem Rücken, mach eine Faust, zieh die Schultern zurück, schieb die Faust zurück. Einatmen, zieh dich nach vorn hoch in die Kobra. Ausatmen, wieder ein bisschen tiefer. Nochmal einatmen, schieb die Faust zurück, zieh dich hoch in die Kobra. Schultern gleiten zurück. Ausatmen, komm wieder tiefer. Stütz die Hände an die seitlichen Rippen. Einatmen, die Kobra oder der aufwärts schauende Hund, je nachdem. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Schieb die linke Hand in den Boden, heb dein linkes Bein an. Streck die gesamte linke Seite lang. Lass dein Bein lang, dreh die linke Hüfte hoch über die rechte. Rechtes Bein dreht auswärts, rechtes Knie zeigt nach vorn. Schau gern unter der linken Achsel zur Seite. Heb dein linkes Bein ein bisschen höher. Atme tief in die linke Seite. Dann schau nach vorn. Schwing den Fuß nach vorn. Gut. Jetzt setzt du die rechte Hand auf der Matte auf, gerne flach oder mit einer Faust. Einatmen, linken Arm über vorn hochkreisen. Ausatmen, über hinten nach unten. Mach das weiter im Rhythmus deines Atmens. Wenn du eine neue Runde beginnst, dann nutz diesen Bogen und leg die Hand an den unteren Rücken ab. Jetzt schau einen Moment zur rechten Hand, die dich stützt. Setz die deutlich weiter nach rechts außen. Dreh dich wieder nach links auf. Lehn jetzt die obere Schulter zurück. Lehn dich nach hinten an in eine Rückbeuge, in den Raum hinter dir, der dir Halt gibt. Und dann breite den linken Arm aus, entweder ganz nach oben oder schräg nach hinten. Und atme dich in diese Haltung. Ja, zieh dich hoch mit den Fingerspitzen, schieb dich aus der unteren Schulter heraus. Nochmal tief einatmen, streck dich. Und ausatmen, komm wieder zurück, Hände zurück. Das Becken ein bisschen tiefer, heb den Blick an, atme ein, atme aus. Ein Schritt vor, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh die Schultern hoch. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Ein über die Hocke auftauchen, zieh die Beinmuskeln hoch, streck dich nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie beugen, tauch ein, zieh dich über vorn hoch, vielleicht die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, verneig dich nach unten. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, zieh nochmal die Schultern hoch. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge. Jetzt verschränk die Hände hinter dem Rücken. Mach hier auch wieder eine Faust, die Ellenbogen leicht gebeugt. Zieh die Schultern nach oben, Richtung Himmel, schieb die Faust nach oben und streck langsam die Arme. Und dann so kleine Federbewegungen in den Armen vor und zurück. Ganz locker federn. Und dann lass die Arme ausschwingen nach unten. Stütz den rechten Fuß nach hinten auf, einen Schritt zurück, atme ein,
Atme aus, schieb den linken Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen, der Katzenbuckel senkt die Knie sanft ab, gleitet zum Pferderücken und ausatmen zum Kind. Einatmen wieder hoch, Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Heb dein rechtes Bein an, drück die rechte Hand in den Boden. Jetzt zieh dein rechtes Knie zum rechten Arm, komm mit den Schultern Richtung Handgelenke, atme und jetzt lass ganz in Ruhe dein rechtes Knie den Arm entlang nach unten sinken, aber nicht ablegen, halte es in der Luft am Unterarm und zieh es wieder hoch, zieh den Bauchnabel hoch, nochmal den Weg nach unten, den rechten Arm entlang und wieder hochziehen. Und dann schieb dich zurück in den Hund, schieb dein rechtes Bein raus. Die Diagonale, rechter Knie zum linken Oberarm, Schultern wieder vor, also ganz langsam das Knie nach unten sinken lassen, wieder hochziehen, Bauchnabel hochziehen, nochmal nach unten sinken lassen, wieder hochziehen und zurückschieben. Der abwärts schauende Hund, rechtes Bein schiebt nach hinten raus, tief atmen. Dann komm in den hohen Liegestütz, lass das rechte Bein noch kurz gehoben, nimm die Mitte der Kraft, nimm die Mitte weiniger Kraft und senk dein rechtes Bein zurück. Jetzt fächer die rechten Finger auf, drück die rechte Hand in den Boden und dreh beide Beine auswärts, sodass die Fußkanten am Boden ankommen. Du kannst die Füße versetzt oder übereinander bringen. Rechte Hand drückt in den Boden, jetzt heb den linken Arm hoch. So wasche ich das und dann zieh dich in die Größe. Spür die Kraft. Lass es vibrieren. Lass es atmen. Und komm wieder zurück. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, leg dich langsam ab. Eine kleine Pause. Ja, regeneriere gerne die Hände, die Handgelenke, den Rücken, die Schultern. Räkel und schlängel dich. Nun stütz die Hände an die unteren Rippen. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Drück die linke Hand in den Boden. Heb dein linkes Bein an. Schieb die Ferse weg. Jetzt zieh dein linkes Knie zum linken Oberarm. Komm mit den Schultern vor. Und lass dein Knie ganz langsam Richtung Unterarm sinken und zieh es wieder hoch. Zieh die Bauchdecke nach innen. Nochmal nach unten fließen lassen. Wieder hochziehen und schieb dich zurück. Der anbeinige, abwärts schauende Hund. Die Diagonale. Linkes Knie zum rechten Oberarm. Ganz langsam nach unten fließen. Wieder hochziehen. Nochmal nach unten fließen. Wieder hochziehen und zurück. Einbeinige abwärts schauende Hund. Jetzt kommt vor, hoher Liegestütz. Kurz das linke Bein noch halten. Und dann setz den Fuß zur Erde. Fächer die linken Finger auf. Dreh die Beine auswärts. Gib den rechten Arm langsam an. Zieh dich hoch. Aus der unteren Schulter. Atme dich hoch. Nimm die Kraft wahr. Nimm die Größe wahr. Und komm wieder zurück aus Vasishtasana in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Eine kleine Pause. Bleib einen Moment, regeneriere die Hände und deine Handgelenke. Erfrisch dich mit der Atmung. Gut. Und dann bring die Hände wieder nach vorn, auf die Fingerkuppen. Schieb zum einen dann Gesäß Richtung Fersen. Krabbel zum anderen mit den Händen nach vorn. Dann fächer die Finger auf. Leg die Hände flach zur Erde. Wenn du einatmest, dann schwing dich hoch. Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Heb dein rechtes Bein hoch. Dreh die rechte Hüfte über die linke auf, heb dein rechtes Bein hoch, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Gut.
Und dann dreh das Bein wieder zurück. Die Hüfte parallel, rechtes Bein noch gehoben. Tief durchatmen. Und dann setz den rechten Fuß wieder zur Erde. Komm in den hohen Liegestütz. Zieh dein rechtes Knie zum Brustkorb. Und jetzt schieb das rechte Bein nach links, rechte Hand gut erden und ganz langsam mit gehobenem Bein den linken Arm hochheben. Atme, wachs in die Größe, streck dich aus. Und lass langsam wieder auf, Knie zurück. Und der abwärts schauende Hund, rechtes Bein nochmal ganz weit nach hinten ausstrecken und dann den Fuß senken. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage. Einatmen, in die Kobra, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Heb dein linkes Bein hoch, ganz hoch, 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 hoch. Heb die linke Hüfte über die rechte, Hüfte dreht auf. Heb dein linkes Bein ein bisschen höher, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Dann dreh das Bein wieder zurück, die Hüfte wieder parallel. Und senk das linke Bein langsam wieder ab. Der hohe Liegestütz, komm nach vorn, die linke Hand gut erden. Zieh dein linkes Knie zum Brustkorb. Dreh das rechte Bein auswärts. Und dann schiebst du das linke Bein von dir weg. Streckst den linken Arm hoch. Halte das aus der Kraft deiner Mitte. Atme dich in die Größe und in die Stärke. Genieße. Und löse auf, Knie zurückziehen, Hand zurück. Mal der einbeinige abwärts schauende Hund, linkes Bein ganz nach oben schieben und ausatmend senken. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, die Bauchlage. Und dann komm an, regeneriere die Hände wieder. Kannst du gerne auch die Handrücken mal zum Boden bringen. Dein Becken ganz locker schütteln derweil, sodass eine Spannung sich lösen kann aus dem Körper. Gut. Wir gehen noch einmal in den Bewegungsfluss, in Kobra oder aufwärts schauender Hund. Steiß schiebt zurück, Schultern gleiten zurück. Kobra oder aufwärts schauender Hund. Und zurück zum abwärts schauenden Hund. Und dann bleib hier einen Moment, finde einen Augenblick der Ruhe, des Ankommens. Atme in den Rücken. Und dann komme den Knien zurück in den Vierfüßler und greif Bewegungen auf, die dir jetzt gut tun. Und dann komm einen Moment in die Position des Kindes. Bring die Handrücken zur Erde, um sie zu regenerieren. Verweile einen Moment, atme tief durch in den Rücken. Jeder Atemzug ist ein wunderbarer Moment, dich zu regenerieren und dich zu nähren. Und dann wechsel bitte noch einmal über den Vierfüßler hoch in die Bauchlage nach vorn runter. Wir machen mit einer sehr sanften, schönen Sphinx weiter. Schieb dafür die Unterarme schulterbreit nach vorn. Hier kannst du gerne, wenn du das Gefühl hast, dass der untere Rücken etwas mehr Länge und weniger Kompression gebrauchen könnte, kannst du gerne mit den Händen weiter vorkommen. Also fast stufenlos das so sortieren für dich, dass es für den gesamten Rücken sehr angenehm ist. Dann verweile einen Augenblick. Genieß den Moment.
Machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Kraft der Körpermitte. Mach dafür bitte eine Faust und zieh die Ellenbogen Richtung Schultern. Also Unterarme machen ein Dreieck. Jetzt bitte ich dich, zunächst den Kopf einzurollen. Also schau unter dir nach hinten durch. Dann saug den Bauchnabel hoch, heb die Flanken hoch, heb dein Becken hoch. Lass die Knie am Boden, sei hier oben ganz rund. Also nicht lang, sondern wirklich hochgerollt im Rücken. Atme und leg dich langsam zurück. Die Oberschenkel, dein Becken, die Bauchdecke, den unteren Rippenbogen. Dann tauch weich wieder hoch in die Sphinx. Tauch auf. Ausatmen, einrollen. In der Kraft der Mitte das Becken hochziehen, den Rücken runden. Einatmen, zurückkommen. Ja, mach das noch 3, 4 Runden. In die Kraft nach oben, wenn du ausatmest. Das Zurückkehren, wenn du einatmest. Du kannst für die letzte Runde gern auch die Knie mitheben. Wenn du die Fußrücken dehnen möchtest, lass die Füße flach. Wenn nicht, stell die Füße bitte auf. Und dann bleib hier oben in dieser letzten Runde. Atme, nähere dich mit dem Atemfluss. Und dann komm wieder zurück, leg dich ganz kontrolliert, ganz bedacht zur Erde. Tauch noch einmal auf in diese Sphinx. Und leg dich dann bitte ganz in die Bauchlage. Du kannst so gerne mit den Händen eine Art Kissen bilden für eine Wange deiner Wahl oder für die Stirn. Verweile, genieße. Lass die Atmung in den unteren Rücken fließen, um ihn aufzuplustern. Machen wir eine ganz sanfte Drehung weiter, um Spannung etwas zu reduzieren aus dem Körper und seine Beweglichkeit und Geschmeidigkeit zu nutzen, um die Wirbelsäule zu mobilisieren. Zieh dafür bitte das linke Knie einfach ein Stück nach außen, sodass dein Unterschenkel einfach parallel neben der Matte liegt. Stütz den linken Arm und die linke Hand neben dir auf. Drück die Hand nach unten, sodass die linke Schulter ein bisschen hochkommt. Jetzt schieb da den rechten Arm unten drunter weg, leg dich auf die rechte Schulter. Jetzt winkel bitte beide Arme, sodass du die linke Hand von oben in die rechte Hand sanft drücken kann. Und mit einem ganz klein wenig Nachdruck kann die linke Schulter sich nach hinten anlehnen. Ja, finde nur so viel, wie es jetzt in dem Moment braucht. So viel Kraft wie nötig, so viel Geschmeidigkeit und Entspannung wie möglich. Den Kopf, du kannst ihn halten oder wenn es nicht zu tief ist, kannst du ihn auch ablegen. Lass dich atmen. Und dann komm wieder zurück in die Bauchlage. Leg dich auf die andere Wange oder noch einmal auf die Stirn ab. Atme in Ruhe den unteren Rücken. Und zieh dein rechtes Knie nach außen weg. Leg den Unterschenkel parallel zur Matte ab. Stütz die rechte Hand neben dir auf, drück sie nach unten, zieh die rechte Schulter dadurch hoch. Schieb den linken Arm nach rechts, leg dich auf die linke Schulter. Und dann winkel beide Arme, sodass der rechte von oben nach unten in den linken drücken kann. Finde nur die Kraft, die wirklich nötig ist, um die rechte Schulter nach hinten einzuladen. Und umso mehr Möglichkeit des Entspannens und Genießens.
Und dann komme ich auch langsam wieder zurück in die Bauchlage. Noch einmal eine kleine Gelegenheit durchzuatmen. Schüttel dein Becken dabei bitte ganz locker aus. Und dann roll dich bitte einmal auf den Rücken. Und dann breite die Arme aus, stell die Füße auf. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links gleiten. Versetz den Kopf etwas nach links und wende ihn auf die rechte Seite. Dann mach es für dich bitte ganz gemütlich. Genau so, wie es für dich angenehm ist, für deinen gesamten Körper. Sodass du das Gefühl bekommst, du kannst hier bleiben. Und je länger du bleibst, desto angenehmer kann es dann werden. Such dir also deine Lieblingsdrehposition aus und entspanne dich. Schließ gern die Augen. Nimm die Atmung wahr, die dich durchströmt und regeneriert. Die Einatmung, die neue, frischen Sauerstoff nach innen führt, der dich belebt. Die Ausatmung, die das Verbrauchte abgibt und die beim Entspannen hilft, auch für den Schulterbereich. Lass dich atmen. Komm mit bedachten Wegen zurück zur Mitte. Aus der Mitte versetzt bitte dein Becken eine halbe Breite nach links. Lass die Knie nach rechts gleiten. Dann versetz den Kopf etwas nach rechts und roll ihn dann auf die linke Seite. Mach es hier genauso gemütlich wie eben auch, sodass du das Gefühl hast, du kannst bleiben. Und je länger du bleibst, desto bequemer wird das. Lass dich atmen. Genieß den Moment. Entspann den Schulterbereich. Komm hier wieder zurück zur Mitte. Und greif dir die Knie zu Apanasana. Umarme sie und finde auch eine Umarmung für dich selbst. Und dann genieß für den Moment das, was dir gut tut. Mit Bewegungen, mit dem Schaukeln, mit dem Kreisen. Was auch immer dir gut tut und dem Rücken.
Und jetzt greif bitte mit beiden Händen dein linkes Knie. Streck dann dein rechtes Bein nach oben. Nutz das als Schwungbein. Hol ein paar Mal Schwung und schwing dich bitte hoch zum Sitz. Finde einen guten Sitz für den Abschied unserer Stunde. Wenn du den entdeckt hast, dann schließ die Augen und bring die Aufmerksamkeit nach innen. Hinter uns liegt eine Yoga-Praxis, die uns zentrierte, die uns forderte, die uns aber auch verwöhnte. Sie schenkte Kraft und Stabilität und das besonders für die tiefen Strukturen des Körpers, also für die Bereiche des Körpers, die stabilisieren. Beispielsweise den Rumpf oder die tiefe Skelettmuskulatur. Aber auch die Schultern. Und sie schenkte auch Bewegungen und Yoga fördert dadurch die Beweglichkeit des Körpers. Es macht ihn geschmeidiger und lebendiger. Und beides sind sehr wichtige Aspekte im Yoga. Kraft im Inneren, Lebendigkeit und Beweglichkeit, Vitalität im Äußeren. Yoga verändert auch die Atmung, denn sie leitet uns durch die Praxis. Wir finden einen harmonischen Verbindungszustand zwischen Atmen und Bewegen. Das verfeinert die Atmung. Es schenkt dir im Laufe der Praxis mehr Fülle, mehr Tiefe, mehr Ruhe. Und die Praxis schenkt auch dem Geist Kraft. In dem Sinn, dass es ein bisschen Energie und Kraft und auch einen Willen braucht, die Aufmerksamkeit nach innen zu führen und dort einen Anker zu setzen. Ja, mit der Aufmerksamkeit im Inneren zu bleiben und nicht sofort mit jedem Geräusch einfach wieder nach außen in die Welt zu kommen, mit der Aufmerksamkeit, sondern immer wieder auch zurückzukehren. Das braucht ein bisschen Kraft. Und dann, wenn der Geist den Anker gesetzt hat, dann kann er sich aus diesem Fokus wieder befreien. Dann kann er wieder weit werden, der Geist, und doch im Inneren verweilen, im Inneren ruhen. Ein ruhiger, weiter, klarer Geist. Der zwischendurch Momente der inneren Stille erfahren kann. Die Atmung führt ihn in diese Räume der Stille. Diese Stille, da ist das Selbst präsent. Da bist du selbst. Lass uns diese gemeinsame Praxis beenden. Bring dazu die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander und fühl die Verbindung der Hände zueinander. Wenn es etwas gibt, das du aus dieser Yoga-Praxis mitnehmen möchtest, aus diesem Video, auf das es dich auch im Alltag unterstützen kann, dann nimm das mit. Vielleicht ist es eine kleine Übung,
Vielleicht einfach eine Intention oder ein Vorsatz, der etwas konkreter ist. Und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme zur Seite aus. Bring sie dort über die Seite hoch über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, führ sie vor die Stirn, den Mund und das Herz. Und nochmal atme ein, breite die Arme aus, nach oben. Atme aus, bring die Hände vor dir zurück zum Herz. Wenn du möchtest, dann verbeug dich gerne für dich und vor dir selbst. Mit einem Danke für die Zeit, die du fandest. Und dann lass uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen öffnen. Danke dir ganz herzlich, dass du Zeit fandest und mir deine Zeit und dein Vertrauen schenktest. Ich wünsche dir einen guten Weg durch die nächsten Tage, einen Weg mit Kraft und auch Leichtigkeit. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank und alles Gute. Namaste.